Hier ist die aktuelle Kamera mit dem Wochenrückblick von Samstag, dem 9. September 2023. Guten Abend, meine Damen und Herren. Sie sind gute Verkäufer einer schlechten Sache. Auf Werbung und PR verstehen sich die Grünen. Aktuelle Plakate der Partei könnten aber auch als der blanke Hohn bezeichnet werden, schreiben die Nachdenkseiten. Die Dreistigkeiten der Selbstdarstellung grüner Militaristen kann nur funktionieren, weil der Charakter der Kriegspartei von vielen Medien vernebelt wird. Die Grünen verbreiten im aktuellen Wahlkampf in Bayern allerlei wohlklingende Phrasen zur Zukunft der Gesellschaft auf ihren neuen Plakaten. Der Slogan »Wähl billigen Strom« muss als der blanke Hohn bezeichnet werden, angesichts der vorsätzlichen Verteuerung der deutschen Energie durch die vor allem von den Grünen forcierte Russlandpolitik. Diese Energiepolitik geht zu Lasten der europäischen Bürger und stützt US-Interessen. Wer die Grünen zuletzt gewählt hat, hat indirekt eine massive Verteuerung der Strompreise gewählt. Beim Spruch »Wähl Klima statt Krise« muss betont werden, wer die zum Teil durch die eigene Politik unmoralisch verlängerten Kriege nicht in die Klimarechnung einbezieht, ist beim Thema Klimaschutz nicht ernst zu nehmen. Klimaschutz ist ja auch nicht per se Umweltschutz. Ja, an manchen Stellen ist nicht einmal der aktuelle Klimaschutz im Ergebnis tatsächlich Klimaschutz. Schließlich beruhte die geplante deutsche Energiewende auch auf dem russischen Erdgas. Wer durch die eigene, den US-Interessen dienende Politik den Energiehandel mit Russland torpediert und dafür auf die Nutzung von LNG-Gas umschwenkt, sollte zur Rettung des Klimas fortan schweigen. Wähl Kindern eine Zukunft. Wer so viele Ressourcen für Wirtschaftskrieg, Krieg und Militarisierung opfern will wie die Grünen, wer die Familien mit Ankündigung materiell ärmer macht und gleichzeitig nicht für sozialen Ausgleich sorgt, wer also die Gesellschaft allgemein solchen Zerrüttungen aussetzt, kann sich nicht mehr als Anwalt der Kinder darstellen. Man muss zugeben, auf Werbung verstehen sie sich, die Grünen. Sie sind einfach gute Verkäufer einer schlechten Sache. Dabei kommt ihnen oft eine große Dreistigkeit in der Selbstdarstellung zu Pass, die auch von einer Verhöhnung der Intelligenz der Bürger nicht Halt macht. Die permanente Flucht nach vorn der grünen PR-Strategen kann aber nur funktionieren, weil die Partei von vielen Medien gegen Kritik abgeschirmt wird. Mutmaßlich, weil die Lenker vieler großer deutscher Medien wie viele prominente Grüne eher US-Interessen im Blick haben als die Nöte der europäischen Bürger. Weil sich die Grünen trotz ihrer im Ergebnis rechten Politik mit pseudo-linken Phrasen tarnen, besteht die Gefahr, dass die grüne Politik als links missverstanden wird und aus einer Ablehnung der Grünen auch eine allgemeine Ablehnung gegenüber linken und sozialen Inhalten entsteht. Die Grünen sind nicht links und der Ausdruck linksgrün führt massiv in die Irre. Auch sollte man als Reaktion auf die Ablehnung der als pseudo-links verbrämten grünen Politik nicht sein Heil bei den Rechten von CSU, AfD oder den Freien Wählern suchen. Man sollte im Moment dann lieber die vorübergehende politische Heimatlosigkeit akzeptieren. In der Hoffnung, dass sie bald durch eine Partei von Sarah Wagenknecht beendet werden könnte, schreibt Tobias Riegel. Als politisches Signal auch für die Bundespolitik wären massive Verluste der Grünen bei kommenden Landtagswahlen aber sehr wichtig. Über die Prioritäten der Bundesregierung in ihrem Haushaltsentwurf schreibt Gesine Lötzsch, die Linke, in einem Gastbeitrag für die Junge Welt. Die Bundesregierung spricht von einem Rekordansatz für die Bundeswehr für 2024. Sie ist stolz darauf, dass im nächsten Jahr 71 Milliarden Euro für die Aufrüstung der Bundeswehr eingeplant sind. 51,8 Milliarden sind für den Verteidigungshaushalt vorgesehen. 19,2
sollen aus dem Sondervermögen Bundeswehr finanziert werden. Damit wird die NATO-Vorgabe erreicht, 2% des Bruttoinlandsproduktes werden für militärische Aufrüstung ausgegeben. Schon jetzt ist klar, dass damit unsere Sicherheit nicht erhöht wird, sondern nur mit Sicherheit die Gewinne der Rüstungskonzerne steigen werden. Rheinmetall und die anderen Rüstungskonzerne rufen absurde Traumpreise auf und die Bundesregierung ist bereit, ungeprüft jeden zu zahlen. Es vergeht kaum ein Tag, wo nicht Einkaufslisten der Bundeswehr den Haushaltsausschuss erreichen. Medial wurde die Kostenexplosion bei den Spionageschiffen aufgegriffen. Bislang waren 3 Schiffe mit einem Gesamtpreis von etwas mehr als 2 Milliarden Euro veranschlagt. Jetzt sollen die Kosten um rund 1,2 Milliarden Euro steigen. Selbst die Prüfer des Bundesrechnungshofes bekommen bei diesen krassen Preisexplosionen Schnappatmung. Solche Entscheidungen werden im Schnelldurchgang in einer Sitzung gefällt. Zum Vergleich: Das Elterngeld soll im Haushalt 2024 um 290 Millionen Euro gekürzt werden. Darüber werden wir über mehrere Wochen beraten. Ob die Waffen schießen, schwimmen oder fliegen, ist aus Sicht der Bundesregierung zweitrangig. Sie möchte vor allem die NATO-Vorgaben erfüllen, koste es, was es wolle. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder erlebt, dass Waffen ausgeliefert wurden, die nicht funktionierten. Das aktuelle Beispiel sind die Schützenpanzer Puma, die in einem Manöver komplett ausgefallen sind. Pazifisten werden das gut finden, doch die Konsequenz ablehnen. Es werden neue Pumas bestellt. Zur Finanzierung der Aufrüstung der Bundeswehr soll bei Kindern Bildung, Gesundheit, Rente und humanitärer Hilfe der Rotstift angesetzt werden. Die Familienministerin forderte 12 Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung. Sie bekommt aber nur 2 Milliarden vom Finanzminister. Die Bundesregierung hat den Kampf gegen Kinderarmut aufgegeben. Alle Kürzungen sind unsozial und auch nicht nötig. Die Bundesregierung müsste nur die Gewinner der Krisen zur Kasse bitten. Die Extragewinne von Aldi, Lidl und Rheinmetall müssen gerecht besteuert werden. Doch das lehnt diese Regierung kategorisch ab. Da zeigt sich wieder, dass diese Regierung vor allem große Vermögen schützen will und nicht die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, die unter den zahlreichen Krisen leiden. Es folgen internationale Meldungen. Ukrainischer Faschismus. Die junge Welt berichtet über das Erstarken der neofaschistischen Aktivitäten und Gruppierungen nach dem westlich organisierten Putsch auf dem Maidanplatz in Kiew im Jahre 2014. Seit dem Euromaidan demonstrieren die ukrainischen Faschisten selbstbewusst ihre Macht und verzeichnen einen enormen Zuwachs an Prestige. Mitte August ehrte Präsident Volodymyr Zelensky sie mit einem Ritterschlag. Er veröffentlichte ein Video, das ihn bei einer Lagebesprechung mit Andrzej Bielecki, dem Führer der Azov-Bewegung und Gründer der ihr angehörenden dritten separaten Angriffsbrigade, zeigt. Als militärischer Joker der NATO und Einpeitscher für den von ihr forcierten Kampf bis zum letzten Blutstropfen der Ukrainer werden die Faschisten von der politischen Klasse und dem Medienestablishment des Westens als Helden verklärt und ihre mörderische Ideologie systematisch verschleiert, auch in Deutschland. Obwohl sie sich erheblich aus dem Narzissmus des Hitler-Regimes speist. Längst ziert das Kreuz der deutschen Wehrmacht wieder die über die Schlachtfelder des Donbass rollenden Leopardpanzer. Die politischen Wurzeln des Kults um den ukrainischen Faschistenführer und Hitler-Kollaborateur Stepan Bandera müssen freigelegt und der gefährlichen Geschichtsvergessenheit hierzulande Fakten entgegengehalten werden, schreibt dazu Stefan Huth, Chefredakteur der Jungen Welt. Schließlich standen die deutschen Freunde, die NSDAP und revanchistische Militärs, nicht nur Pate bei der Geburt der Organisation ukrainischer Nationalisten OUN, die 1934 ihren Sitz nach Berlin verlegt hatte, sie lehrten sie auch, Terror und seine psychologische Wirkung effizient als Mittel zur Unterwerfung der Massen anzuwenden, wie in Briefen des damaligen OUN-Führers Jewgen Konowales zu entnehmen ist. Ukrainische Faschisten, die später in der Waffen-SS-Division Galizien im Wehrmachtsbataillon Nachtigall und
der UPA, dem bewaffneten Arm des Bandera-Flügels der UN, dienten, wurden von Himmlers und Heydrichs Schergen in Militärstrategie, Sabotage und Foltermethoden ausgebildet. Im Kalten Krieg kämpften Einheiten der UN als Stay-Behind-Killer-Kommandos der USA gegen die Sowjetunion, häufig weiter Schulter an Schulter mit deutschen Nazis, denen im Bundesnachrichtendienst und anderen Funktionsapparaten des westgebundenen deutschen Imperialismus eine zweite Karriere ermöglicht worden war. Darüber hinaus bildete die UN die Speerspitze einer antikommunistischen Internationale, die zu einer ultimativen Blockkonfrontation drängte. Ein dritter Weltkrieg wird kommen, weil er unvermeidlich ist, sagte Banderas Stellvertreter Jaroslav Stesko 1950. Diese Prophezeiung könnte sich in der Gegenwart des eskalierten Ukraine-Kriegs als selbsterfüllend erweisen. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass einflussreiche ukrainische Faschisten 2019 eine von Azov dirigierte Widerstandsbewegung gegen die Kapitulation formiert und gedroht hatten, dass Selenskyj an einem Baum hängen werde, falls er einem Friedensprozess mit Russland zustimmen sollte. Als derzeit zweitwichtigster Kriegssponsor, der faktisch faschistische Militärs auf NATO-Standard hochrüstet und ausbildet, könnte Deutschland erneut eine Schlüsselrolle übernehmen, wenn es darum geht, den 1943 mit der Niederlage in Stalingrad vorerst geplatzten Traum Banderas weiter zu verfolgen. Die endgültige Ausrottung der Sowjetophilie in der ukrainischen Gesellschaft und, wie es der UN-Militärtheoretiker Michailo Kolodzinski einst formuliert hatte, einen grausamen Krieg zu führen, um feindliche Länder zu zertrampeln, auf deren Ruinen ein groß ukrainisches Reich errichtet werden kann. Solche Vorzeichen einer finsteren Zukunft werden heute in Deutschland längst auch von der Mehrheit der Linken weitgehend durch NATO-Korporatismus neutralisierten Opposition ignoriert oder bewusst heruntergespielt. Sich als progressiv wähnende Politiker der Linkspartei agieren als Megafone der revisionistischen Außenpolitik der Ampelregierung und diffamieren jede noch so fundierte Warnung von Antifaschisten als Kreml-Propaganda. Allein was den Charakter der Kräfte anbelangt, die in Kiew Macht ausüben, so Stefan Huth, herrsche eine derart heillose Verwirrung in der Linken, dass einige sich sogar Nazi-Bataillonen in der Ukraine anschließen, um vermeintlich antifaschistischen Widerstand gegen Russland zu leisten. Sturmfluten in Südosteuropa. Weite Teile Zentralgriechenlands von Außenwelt abgeschnitten, schreibt die Junge Welt. Die sintflutartigen Regenfälle in Griechenland haben auch am Donnerstag nicht aufgehört. Die Todeszahl der Menschen, die in Griechenland, der Türkei und Bulgarien Opfer der heftigen Unwetter und ihrer Folgen wurden, stieg bis Freitag, 8. September, auf 14. Dabei hat sich die Lage in Mittelgriechenland, wo am vierten Tag in Folge das Sturmtief Daniel wütet, noch einmal verschärft. In einigen Gegenden fiel zweimal so viel Regen wie in Athen in einem Jahr, und das in 12 Stunden. Vorausgesagt ist, dass der Regen bis zum Abend abebben soll. Die Schäden sind bis jetzt jedoch schon enorm. Mehr noch ist weiterhin unklar, wie viele Vermisste es gibt, da viele Dörfer schon seit Tagen von der Außenwelt abgeschnitten sind. Wegen der Unwetter mit Sturmböen und Blitzen konnten erst am Donnerstag Helikopter eingesetzt werden. Wie Yannis Atropios, Sprecher der griechischen Feuerwehr, laut dpa am Donnerstag sagte, gleiche die Region Thessalien einem riesigen See. Vielerorts stehe das Wasser höher als 2 Meter. Dies betrifft rund 700.000 Menschen, die in der als Kornkammer Griechenlands bekannten Region leben. Wir hatten binnen 36 Stunden rund 5.000 Notrufe. So etwas gab es noch nie, so der Sprecher weiter. 800 Menschen sind in den vergangenen 2 Tagen aus den Fluten gerettet worden, wie die Greek City Times am Donnerstag berichtete. Auch in Athen waren am Mittwoch Straßen überschwemmt und in Schlammbäche verwandelt worden. Sowohl Verteidigungsminister Nikolaos Dendias als auch Premierminister Kyriakos Mitsotakis kündigten Besuche in der betroffenen Region in Zentralgriechenland an. In Bulgarien hat sich die Situation bereits etwas erholt.
Die Regenfälle hatten tags zuvor aufgehört. Laut Angaben des Innenministeriums gibt es keine Hinweise auf weitere Notfälle oder Todesopfer. Auch aus der Türkei gibt es keine weiteren Nachrichten über eine Verschlechterung der Lage. Betroffen war in den vergangenen Tagen vor allem die Region der Nordwesttürkei an der Grenze zu Bulgarien gewesen. Bei einer Sturzflut auf einem Campingplatz waren mindestens 5 Menschen getötet worden. 2 weitere starben in Istanbul. Dort waren aufgrund von Überschwemmungen zeitweise mehr als 1.750 Häuser betroffen. Das waren einige Meldungen der Woche. Die aktuelle Kamera verabschiedet sich, wünscht Ihnen noch einen schönen Abend, ein schönes Restwochenende und trotz alledem eine gute Woche.